da bin ich wieder. Wir spielen immer noch Uncharted 3 Multiplayer Beta Drake's Deception. Hier, ich habe da auch irgendwie so ein bisschen was vorbereitet. Uncharted 3 Drake's Deception. Wir haben gerade schon am Chateau gespielt. Jetzt sind wir auf dem Airstrip Team Deathmatch. Sehr geile Karte, vor allem am Anfang. Mein Buddy ist diesmal Joris 14, 94. Aber die ersten Gegner haben gar keine Schnitte. Also erstmal. Okay, der hat mir nicht ins Gesicht geschlagen und ich bin gestorben. Ja, Multiplayer Beta schon seit einiger Zeit erhältlich für PlayStation Plus Besitzer. PlayStation Network. Der hat nicht die Karte. Du bist weg. Dann gehe ich mal in eine andere Richtung gucken. Genau, Normalsterbliche können seit dem 4. bzw. 6. Juli in die Multiplayer-Beta reinschnuppern. Jetzt wollte ich eigentlich mit der Leiterstraße gehen. Lass mal. Ah, okay, dann werde ich halt wieder kaputt geprügelt. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Vor allen Dingen sieht das Spiel wieder super cool aus, auch wenn es erst eine Beta ist. Und ich würde jetzt gerne mal wieder an die Action teilnehmen. Okay, dann spring halt nicht. Und dann werde ich noch überfahren, mein Gott. Ja, da muss man auch Timing beweisen, dass ich jetzt nicht hatte. Und werde ich spawnen und sterbe dann wieder. Na gut. Spawnen wird mir bestimmt das Genick gebrochen. Danke dafür. Sehr freundlich. So, das Flugzeug hebt ab, aber das Spiel ist damit noch nicht zu Ende. Eher das Kampfgetümmel findet jetzt eher auf einem kleineren Flughafen statt. So, jetzt kriegen wir jetzt. Nein, ich wollte die Granate doch zurückschmeißen. Oh, es läuft ja richtig gut. Oh, wo ist denn jetzt meine gescheite Waffe hin? Ja, ich will auch keine Medaillen bezahlen. Ja, okay, dann spiele ich halt jetzt mit meiner AK. Normalerweise habe ich immer noch dieses Gewehr mit dem schönen Scope. Ja, weißt du. Mit dem Granatenwerfer, ne? Zeigen, was für ein dicker Hengst du bist. Jetzt spawn ich dafür bei meinem Buddy und zahl. Ich nehme das rein. Ja, kletter. Kletter, du hast keine Chance. Ja, wahrscheinlich doch, weil ich gerade eine Granate schmecke. Na? Ach, das wird mal. Ich hab gar nichts zu machen. Und dann gehe ich gerade los, dann werde ich von hinten wieder angeschossen. Mein Gott. Ihr seid auch. Das ist nicht wahr. Wo ist mein Teamkollege, wenn man den mal braucht? Ja, lauf da mit deinem Schildchen rum, ey. Ach, das ist 8 zu 22. Wir werden ja komplett auseinandergenommen. Sollen wir mal ein bisschen hasseln hier, ne? Ihr müsst doch zu versagen. Das sieht auch in dem scheiß Gewehr, das ich habe. Damit komme ich nicht zu schnell. Was soll ich dazu sagen? Was hier gerade. Okay, ich wollte eigentlich nicht. Mann, die verrecken halt nicht. Das ist ja. Immer nachladen. Das gibt es nicht. Alter, da kommt noch einer.
was für Pfeifen ich im Team bin, ey. Boah, ich brauche ganz schnell noch 7 Medaillen. Damit ich meine Raketenwerfer bekomme. Das ist nämlich mein Special-Attribut, das ich ausgewählt habe. Von hinten. Alter Falter, ich krieg hier echt Hitzewallung. Hochgradig. Oh, die erste Runde war mal so gut und jetzt in der zweiten. Da klappt echt nichts. Von wo denn? Ja, komm, tritt mir in den Rücken. Ganz ehrlich, ey, ich hab den nicht. Hauptsache, du weißt, wo du hin musst. Geil, Double Damage und ich sehe nicht einen Gegner. Ja, da. Oh! Wenn ich das Gewehr hätte, ey, dann würde ich auch euch alle fertig machen. Diese Stille, die gefällt mir nicht. Na, aber wohl 25 Leute um die Ecke bringen können, ohne dass die jemanden von uns erwischen? Schon wieder 4 oder 5, das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich sprechen die sich auch alle ab. Boah, ich hau die jetzt gerade echt alle aus dem Bauch. Na gut, haben wir verloren. Das passiert. Kann nichts machen. So ist das Leben. Aber ich bin der Beste in meinem Team. Ja, das war ein erster kleiner Einblick in die Multiplayer-Beta von Uncharted 3 Drake's Deception. Ein definitiv spaßiges Unterfangen. Solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Noch bis zum 13. Juli habt ihr die Möglichkeit, die Beta auszuprobieren. Das Spiel kommt im November für die PS3. Wird garantiert wieder ein Highlight werden. Sollte man nicht verpassen. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.